schöne Bratkartoffeln mit Electric Boogie. Die Haferflocken sind das Fleisch, das ist Lammhafer. Wo ist der Deckel? Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Wir machen jetzt erstmal die Masse für die Bratlinge, für die Veggie-Bratlinge. Haferflocken, kernig, Edamer, Eier, Kräuterquark. Warum machen wir heute Bratkartoffel? Weil wir natürlich noch restliche Kartoffeln haben vom Kartoffelsalat, welcher übrigens richtig geil war. Was soll ich sagen, das war ein Träumchen. Wir machen jetzt erstmal die Masse für die Veggie-Bratlinge. Also für die Veggie-Buletten. Haferflocken, Kräuterquark, Zwiebel, eine Zwiebel, Eier, Edamer, Kräuter nach Wahl, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Ja, das machen wir jetzt. Ja, wie viele Buletten gibt denn das? 18? Jetzt mir vor ein paar Monaten gesagt, wir werden hier mal kochen zusammen, hätte ich... Brego! Warum vegetarisch, meinte ich? Ey, ich weiß nicht, weil ich... Klar, hier ist auch ein geiler Metzger um die Ecke, wir können hier jegliche Sachen kaufen. Aber ich habe einfach Bock, jetzt durch die Kocherei natürlich auch mal neues Zeug ausprobieren, ne? Und sowas habe ich noch nie gemacht, so eine vegetarische Boulette. Und irgendwie, ja, ist es auch ganz geil, was jetzt, ne? Was alles drin ist, Haferflocken. Also, gibt gar keinen Grund, so, aber... Ja, vielleicht auch so, als Maric und ich ja letztens vegetarische Curry gemacht, einfach so... Wenn man auf Fleisch verzichten kann, dann versuche ich zu machen. Aber kann auch sein, dass ich hier irgendwann so einen Dönerspieß habe und runterschneiden, ne? Wer weiß. Die Haferflocken sind das Fleisch, das sind Lammhafer. Aber ich habe jetzt nicht oft oder nicht jeden Tag das Verlangen, dass ich Fleisch essen muss. So. Oder habt ihr das alle? Ich frage euch alle. Könntet ihr auf Fleisch komplett verzichten? Komplett könnt ihr es, glaube ich, nicht. Komplett ist schwierig. Für 30 Minuten im Kühlschrank abgedeckt quellen lassen. Ab in den Kühlschrank. Bratkartoffeln macht ja auch jeder anders, Leute, ne? Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir gleich die wunderbare Jamie Oliver Pfanne rausholen. Die Kartoffeln schälen, in gleich große Stücke schneiden und kurz in kaltes Wasser legen, damit die Stärke austreten kann. Das ist wichtig, denn nur so werden die Bratkartoffeln nicht matschig, sondern knusprig. Genau, das wollen wir, verdammte Axt. Nach etwa 5 Minuten die Kartoffeln das erste Mal wenden und dann immer wieder zwischendurch wenden. Gegebenenfalls die Hitze reduzieren. Den Deckel auf die Pfanne setzen, damit die Kartoffeln vom Dampf gegart werden. 10 Minuten vor Ende der Garzeit eine gewürfelte Zwiebel auf die Kartoffel geben, ohne sie mit der Kartoffel zu vermischen. Die Zwiebeln etwa 5 Minuten in der geschlossenen Pfanne dünsten und dann erst mit den Kartoffeln vermischen. Nach etwa 5 Minuten offen braten. Die fertigen... Oh, das klingt gut, Alter. Tut aber bene, prego. Es gibt schöne Bratkartoffeln mit Electric Boogie. Die werden nur eingelegt in kaltes Wasser, damit die Stärke rausgeht. Habe ich natürlich alles schon, weiß ich, seit meiner Grundschule. Das war auch bei meinem, als ich einen Führerschein gemacht habe, Autoführerschein, kam die Frage dran. Also sie fahren im Auto, Ampel ist rot. Währenddem sie im Auto sitzen, sind die Kartoffeln fertig. Aber sie, was machen sie, bevor sie die als Bratkartoffel machen? Klare Sache, legst du kaltes Wasser für die Stärke. Das sind schon einige durchgefotzt beim Autoführerschein. Ich sage euch, wie es ist. Ich finde kleine Bratkartoffeln geiler. Viele machen auch die Bratkartoffeln so runde Scheiben. Finde ich nicht geil. Finde ich nicht geil. Was sagt ihr? Frikadellenform. Okay, jetzt holen wir es raus. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Das haue ich mir überall drauf. Balsamico-Creme Feige. Guck mal, die sagen zum Beispiel auch Salz eher da nur mit Bedacht, weil der Kräuterquark halt schon den Flavor hat, so, ne? Die sagen niedrig halten. Okay, wir halten es niedrig. Die Bindung ist am Start. Wir machen es ganz slow, slow, slow cooking, Mann. Aber ich meine, ey, beim Kartoffelsalat war noch krasser. Da dachte ich, ich mache schnell mal Kartoffelsalat. Wir gießen ab. Direkt Deckel drauf. Wo ist der Deckel, wo ist der Deckel, wo ist der Deckel? Etwa 35 Minuten braten. 10 Minuten vor Ende der Garzeit. Gewürfelte Zwiebeln auf die Kartoffeln geben, ohne sie mit den Kartoffeln zu vermischen.
die Zwiebel etwa 5 Minuten in der geschlossenen Pfanne dünsten und dann erst mit den Kartoffeln vermischen. Also, wir wenden es jetzt immer mal wieder. Alter, jetzt ist es auch richtig tak, 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 hier, bum, bam. Oh ja, oh, jetzt, ey, jetzt sind sie. Jetzt machen wir die Zwiebel drauf. Dann Deckel drauf, 5 Minuten garen lassen. Und dann wird es erst vermengt. Ein bisschen Ankerkraut. Wir richten einen Teller an.